Die Mauer war ein Übel. Und ein Übel, das Menschen Schicksale gebracht hat, die nicht erschuldbar sind. Ein Berliner. Wir haben in der DDR als junge Generation, die wir den Krieg erlebt haben, eine Überzeugung gehabt. Es darf nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus geben. Und das Bild, was auch ich im Kopf habe, mit den Panzern am Checkpoint Charlie, wieder 2 Monate, nachdem die Grenze zu war. Und dort wurde eben ein Versuch unternommen, wo die Amerikaner gesagt hat, das geht gegen unsere Rechte. Da sollte die Volkspolizei der DDR den amerikanischen Offizier, der nach Ost-Berlin kommt, kontrollieren. Bis dahin war gültig, die Sowjets kontrollieren die Westlichen und die Westlichen kontrollieren die Sowjets. Die deutsche Polizei hat mit Offizieren, Soldaten der Besatzungsmächte nichts zu tun. Und als diese Kontrolle war, standen eine Stunde später amerikanische Panzer da und eine halbe Stunde später standen sowjetische Panzer. Und dort war ganz sichtbar auch für mich, wenn einer geschossen hätte, dann war Krieg. Die Mauer war ein Übel. Und ein Übel, das Menschen Schicksale gebracht hat, die nicht erschuldbar sind. Die Mauer war nicht zwischen Deutschen und Deutschen. Die Mauer stand zwischen NATO und Warschauer Vertrag. In dieser Phase eine sehr kritische Betrachtung der DDR hatte, was ja auch in der Bundesrepublik bekannt war. Man nannte mich den Hoffnungsträger. Und damit war für mich entschieden, wenn es notwendig ist, Verantwortung zu übernehmen, dann kannst du nicht Nein sagen. Weil ich der war, der gefordert hat, wir müssen eine andere Politik betreiben. Wir müssen die DDR verändern, demokratisieren. Und dann kann ich nicht, wenn es dann darum geht, mich selber an die Spitze mitzustellen. Ich hatte eine Konzeption zunächst in meiner Regierungserklärung am 17. November. Die DDR wird weiter bestehen. Das habe ich auch eindeutig erklärt und gesagt, die Vereinigung Deutschland steht nicht auf der Tagesordnung. Wir schlagen der Bundesrepublik Deutschland vor, wir gehen eine Vertragsgemeinschaft ein und schließen einen Vertrag, in dem die Fragen wirtschaftlicher Integration und Zusammenarbeit geregelt wird, wo bestimmte Gesetze geregelt werden, die damit zusammenhängen, wenn die Grenze offen ist. Wie sind Begegnungen? Wie regelt sich das? Das sind ja weiter 2 Staaten. Und wie geht man mit Fragen der gegenseitigen Sicherheit um. Alles das, wie arbeiten die Parlamente zusammen, aber noch keine Konföderation. Und die Kernfrage war, dieses vereinte Deutschland ist nicht in der NATO. Und dort hat Gorbatschow erklärt, die Vereinigung Deutschlands kann auch in der NATO sein. Und ich wollte nicht, dass wieder Deutschland mit Truppen an den Grenzen Russlands steht. Ich wollte nicht, dass wieder in Europa Krieg ist. Und wenn wir uns heute ansehen,
Deutsche Panzer stehen an den Grenzen Russlands. Und der Traum war, es muss Frieden bleiben. Und jetzt lebe ich in einem Deutschland, das immer mehr danach strebt, Großdeutschland zu sein. Frau von der Leyen wird dann die Kommissarin, die Präsidentin in der Europäischen Union sein. Und was sie am meisten strebt, ist, es muss eine starke Militärmacht werden. Genau das wollte ich nicht. Ich wollte, wie Österreich, dass man militärisch neutral ist. Okay. Wie Schweden. Wir haben ein größeres Deutschland. Und dieses größere Deutschland ist bis heute in sich zwar als Staat gemeinsam, aber sozial, im Recht, in der Gleichheit der Menschen noch weit auseinander. Wir haben eine Zweiheit in Deutschland, zum Beispiel. Der Ostdeutsche und der Westdeutsche arbeiten gemeinsam auf einer Baustelle, wegen mir in München. Der eine fährt nach München und arbeitet und kommt aus Erfurt. Und der andere lebt in München und arbeitet dort. 20% weniger Lohn hat der Ostdeutsche, weil er Ostdeutscher ist. Der macht dieselbe Arbeit wie der.